Ja, liebe Zuschauer von Avia TV, das ist mal ganz was anderes. Das haben wir noch nicht praktiziert. Und ich finde, es ist wichtig genug, denn ohne Material geht im Skispringen nichts, ohne Ausrüster geht nichts. Man redet immer von den Großen, von den Weltcupsiegern. Aber davor wird das Fundament gebaut. Und dafür zuständig sind die Vorspringer und ihr Chef. So sieht's aus. Und ehe wir uns lange mit der Vorrede aufhalten, wollen wir doch den Chef der Vorspringer gleich mal herbitten. Also Michel Schmidt. Hallo, grüß dich. Komm mal in die Mitte. Grüne Seite. Ja. Ja, bist ja sehr oft im Fernsehen präsent, ne? Also immer auf der Trainertribüne. Jetzt können wir dich auch mal live vorstellen. Ja, ich muss mal schön aufpassen, dass den Jungen nichts passiert und dass das alles läuft da. Nee, das ist anders. Du weißt genau, welche Trainer am meisten im Bild sind und neben denen stehst du. Das ist nicht richtig. Achte mal drauf, wer immer neben mir steht. Immer der TD-Assistent. Weil mit dem auf der linken Seite. Du bist auf der anderen. Nein. Komm, streiten wir uns nicht. Es geht darum, du bist eigentlich die graue Eminenz. Du bist finanziell unabhängig. Du hast einen Fuhrpark. Weißt selber nicht, wie viele Trucks du laufen hast, ne? Zählen wir nicht, ja. Aber du weißt immer, wo sie sind. Das weiß ich immer. Okay. GPS. Weißt du auch immer, wo deine Jungs sind? Das weiß ich auch immer. Okay. Michael, kommen wir mal dazu, zu deinem Fuhrpark nicht, sondern zu deinen Vorspringer-Jungs. Wie viele Leute hast du also auf deiner Liste? Denn ihr macht ja nicht nur hier Willingen, sondern nächste Woche auch Skifliegen. Ihr habt auch die Tournee begleitet. Wo seid ihr überall unterwegs? Wir statten erstmal alle Kontinentalcups aus, alle Weltcups und auch die Deutschlandpokale. Das heißt, wir haben ein Portfolio von 80 Sportlern, die dann aufgeteilt werden. So haben wir auch teilweise 36 Sportler an einem Wochenende unterwegs, mit verschiedenen Trainern natürlich. Und wie viel hast du jetzt hier mit? Wir haben 12 mit, wie in jedem Weltcup, und nächste Woche am Skifliegen halt 16. Okay, 12 würde den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen. Gerd, ich würde mal sagen, du rufst 2 auf. Ja, klar. Und da würde ich sagen, die stehen ja schon alle hier, weil die Anzüge kommen ja nachher noch ins Spiel. Und da würden wir den Oliver Böhme und den Marco Gulbe gleich mal mit dazu rufen. Sind ja fast mit die Ältesten die Erfahrensten, die am längsten dabei sind. Marco war ehemals Profi-Skispringer in Oberhof. Er hat noch gegen mich hier angetreten. Leider hat er auch immer verloren. Wer spricht jetzt Sächsisch for you? Ja, ich bin's. Ja, das du bist. Wir können auf Landessprache reden, oder? Ich bin ja auch ein alter Sachse. Lass das lieber sein. Niveau. Genau. Ah ja. Olli, hast du überhaupt noch Urlaub? Also ihr seid ja, ist ja nicht despektierlich, eigentlich Hobby-Skispringer, aber habt ja trotzdem das mit zum Beruf gemacht. Und ihr lebt dafür, oder? Ja, logisch. Ich kann es bei mir ein bisschen einrichten. Ich bin Bauleiter. Dadurch kann ich mir das selber einrichten. Und im Winter wird nicht so viel gebaut, oder wie? Nee. Das nehme ich mir dann die Zeit, dass ich dann springen gehen kann. Und du warst ja nicht nur hier, du warst auch letzte Woche in Predazzo mit bei den Kombinierern. Also du lebst quasi den ganzen Winter fürs Springen. Ja, solange wie die Knochen erhalten, mache ich das. Ne? Und hat man da, wie hältst du dich fit? Springst du auch im Sommer? Oder es gibt ja auch so Senior-Serien, also von noch älteren als du. Ja, wenn mich der Michel nie braucht, dann bin ich auch bei den Senioren. Okay. Sag mal, Michel, sind die alle finanziell unabhängig, die Vorspringer und die Chefs? Leider nicht. Leider sind wir angewiesen darauf, dass sie gute Jobs haben, dass ihre Chefs sie freigeben und dass wir einen kleinen Obolus von den dementsprechenden Veranstaltern bekommen. Ich weiß, da gibt es auch ein bisschen Theater, aber das ist jetzt nicht unser Thema, okay? Warte mal. Ja. Marco, wie lange springst denn du eigentlich noch? Ja, ich will sehen, dass ich so lange wie möglich noch springen kann. Vorbild ist Kurt Brause, der ist bis 80 Jahre gesprungen. So lange werden wir es zwar nicht aushalten, aber so lange wie möglich versuchen wir es auf jeden Fall. Mann, und da haben sie uns bei Eurosport rausgeschmissen. Das ist überhaupt kein Vergleich. Das ist doch auch ein anderes Thema. So, Gerd, jetzt kommen wir aber zur Sache. Ruf mal den wichtigsten Mann auf. Ja, genau, derjenige, der die Anzüge geschneidert hat. Also hat doch meine geschneidert, der Thomas Meininger. Und ja, Thomas, wir können vielleicht mal so einen Anzug rausziehen, denn wir haben ja auch ab und zu mal Fragen zu den Anzügen. Oh, jetzt habe ich, sag mal, der ist so groß, hast du für mich auch einen gemacht, oder wie? Also, zwei dabei, ja. Zwei. Ich weiß nicht, ob du mit dem Schrittmaß hinkommst. Werden die auch kontrolliert? Ich muss dir ein Mikro geben, sonst hört man dich nicht. Okay, für dich habe ich auch einen dabei. Wenn das Schrittmaß passt, dann kannst du mir das gleich ausprobieren.
Ich habe leider meine Ski vergessen, das hätte ich vorher wissen müssen. Thomas, sag mal kurz ein paar Spezifikationen. Wir treten mal hier so ein bisschen vor, Entschuldigung, ja, mach wir das treten mal ins Bild. Von so einem Anzug. Also Stoff darf wie stark sein? Der ist momentan bei 6 mm. Ist Reglement maximal 6 mm. Und die Luftdurchlässigkeit 40. Das ist alle gleiche wie die Aktiven im Weltcup springen. Der gleiche Stoff. Also das ist quasi ein Weltcup-Anzug? Das ist ein Weltcup-Anzug. Ein paar Details sind abgeändert, speziell für die Vorspringe. Also so könnten sie im Wettkampf dann nicht an den Start gehen. Aber ansonsten... Das sind also Goldberger-Anzüge? Genau. Ein kleiner Vorteil muss ja auch sein, denn die Jungs sind ja nicht so trainiert und sollen ja nicht vorm Kreis aufkommen. Ja, minimale Abänderungen sind da. Aber zu 98% ist der gleiche Anzug. Okay. Michel, die Spitzenspringer sagen ja, na, so 20 Anzüge in der Saison brauchen wir schon. Die Vorspringer kommen mit etwas weniger aus. Ja, wir begnügen uns mit zwei Anzügen. Einen für den Sommer, einen für den Winter. Und wenn es gut läuft, haben wir einen dritten. Okay, und wer sich gut mit dem Thomas stellt, der kriegt vielleicht einen vierten. Gut, der ist dann mal Testpilot für die Firma Meininger. Wir wollen mal die Chance kurz nutzen, um unseren Zuschauern vielleicht kundzutun, wie das mit den Vorspringern überhaupt aussieht. Sind das Testpiloten? Sind das Springer, die einfach ihre Haut zum Markte tragen müssen? Sind das Springer, die oder deren Verhalten, deren weiter Aufschluss für die Jury gibt? Was sind das für Typen? Ich sag mal so, du hattest es vorhin angesprochen, auf dem Trainerturm steht der TD-Assistent neben mir. Die Jungs haben die Aufgabe, die Geschwindigkeit zu ermitteln und das ist schon sehr wichtig, weil wir ja ungefähr wissen auf den Anlagen, wie schnell wir sein können und dafür sind sie da. Es ist also nicht so, als wenn sie jetzt nur ihre Haut zum Markt tragen, wie du sagst, sondern die geben schon Aufschluss über das, was dann da passiert. Ist euch das bewusst? Gibt es eine Rücksteuerung oder andersrum formuliert, jetzt windet das fürchterlich und der Hintern geht auf Grundeis und du musst jetzt runter. Könntest du auch sagen, also mit mir nicht hier, ich bin selbstständiger Unternehmer und ich habe auch noch ein paar Leute zu bezahlen, ich muss mir doch hier nicht das Genick brechen. Na, erstens mal macht man es ja gerne und zweitens mal ist es der Michel, da haben wir voll das Vertrauen zu ihm. Wenn dort die Fahne runtergeht, da weiß ich, dass nichts passiert. Na, dass alles passt, da hat er ja ein grünes Licht von der Jury und er entscheidet dann, was passiert. Ist das, ja, mach du mal. Wer legt denn fest, wer in welcher Reihenfolge springt? Macht ihr euch das untereinander aus? Also ich meine, manchmal, wie es der Dirk auch gerade gesagt hat, wir waren selber lang genug aktiv. Wir haben dann auch mal rausgeguckt, ach, heute springt keiner. Aber die Vorspringer müssen dann doch erstmal wahrscheinlich einen machen, obwohl der Wettkampf vielleicht abgebrochen wird. Gibt es da eine Reihenfolge? Will ja auch nicht gleich jeder als erstes, oder? Ja, wir haben generell eine Liste, wo sämtliche Namen draufstehen, von 1 bis 12. Und da macht das zu Michel mit seinen Assistenztrainer, mit einem mit Hans. Und da ist jeder mal der Erste. Jetzt hier im Willingen fängt zum Beispiel der Olli an und wir wechseln uns eigentlich Tag für Tag immer ab, dass immer mal jemand anders als Erster runterspringt. Also einer muss der Erste sein dann? Einer muss immer der Erste sein. Thomas, wie lange dauert das, einen Anzug zu schneidern? Warte, ich kann auch. Es kommt darauf an, für die haben wir jetzt so 2,5 Stunden gebraucht. Und wenn der jetzt, sagen wir mal, es müssen ja auch Springer dafür bezahlen. Du kannst ja nicht alles sponsern, geht ja nicht. Was kostet ein Anzug? Kosten jetzt so um die 350 Euro. Und die hat ja freundlicherweise, wie man sieht, auch die Firma Avia mit gesponsert. Ist auch ein Novum, also dass sich ein Unternehmen für die Vorspringer so einsetzt. Naja, weil der Stefan hat ja gesagt, er würde selber mal als Vorspringer. Ach, das ist antreten. Also der große Anzug ist ja. Also für Herrn Stefan Hauke. Der ist für Stefan Hauke, ja, genau. Okay. Ja. Die Ski habe ich dann doch dabei. Ja. Okay, und zur Not finden wir noch welche. Gut. Ja, Michel, nochmal Plädoyer für die Vorspringer und vielleicht sollten wir die Chance nutzen, auch ein bisschen Respekt einzufordern für die Verantwortlichen und für die Springer. Diejenigen, die sich das anschauen, wissen ganz genau, wer gemeint ist. Ja gut, es gibt einige Veranstaltungsorte, da wird einem Riesenrespekt gezollt. Dann gibt es andere, da werden die Vorspringer immer noch belächelt. Aber mittlerweile, auch dank euch und dem Stefan, wendet sich das Blatt mittlerweile. Und der neue Assistent von Walter Hofer legt da sehr großen Wert drauf und lässt uns sehr viel springen. Das muss man ganz klar sagen.
Okay, Sie wollen raus an die Schanze. Ja, dann müssen wir die Anzüge mal verteilen, oder? Denn hier draußen sind ja noch die ganzen anderen Vorspringer mit. Die passen natürlich nicht rein. Und das ist, wenn ich mich an mich früher erinnere, immer wenn es einen neuen Anzug gab. Ne, warst Thomas, du der Erste? Das war wie Weihnachten so ein bisschen. Also neuer Anzug und da freut man sich drauf, möchte den ausprobieren. Teilweise hat man immer das Gefühl, dass einen hinten packt und hochhebt. Und wenn das nicht mehr ist, muss ein neuer Anzug her. Weißt du jetzt schon, welchen Anzug du hier nimmst? Da steht, denke ich mal, mein Name drauf. Und der Name steht drauf für. Na, da such mal deinen Namen. Also, Anzugübergabe, bitteschön. Ja, Jungs, Thomas, ihr könnt reinkommen, könnt eure Anzüge suchen, übernehmen. Währenddessen können wir ja noch ein bisschen plaudern. Thomas, sag mal, wie viele Anzüge stellt ihr denn her, circa im Jahr? Wir liegen jetzt so bei etwa 700 Anzügen in der Saison. Und was ist geplant für die Weltmeisterschaften? Ich weiß, dass ihr da nicht so gerne drüber redet, aber roter Stoff ist nicht roter Stoff, blauer Stoff ist nicht blauer Stoff. Ist bestimmt ein bisschen was geplant, oder? Ja, das stimmt, aber da will ich jetzt nicht zu viel ausplaudern. Das halten wir bis in die letzte Minute zurück. Wir erzählen es dann nach der WM. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma Meininger? Wir sind derzeit 3. Na gut, gibt es auch so etwas wie ein Erfolgshonorar? Also wenn Anzüge richtig gut gehen und die Springer sind begeistert, das ist einfach nur ein feuchter Händedruck, oder? Ich sage mal, da war immer schon viel Idealismus dabei. Und für uns war es immer das Größte klar, wenn du jemanden auf dem Stockerl hast. Und das ist schon sehr viel. Okay, Gerd, also ich würde sagen, die Jungs streiten sich noch um die Anzüge. 3, 4 bleiben noch hängen, ja, die werden dann auch noch wegkommen. Das heißt, du kommst schon noch zu deinem Anzug. Ja, da habe ich keine Bedenken. Ja. Zur Not nehme ich noch den alten Silberpfeil, der ist mittlerweile verboten. Das war ein herausragender Anzug von der, komm mal ein bisschen mit rüber. Haben wir noch ein, zwei im Keller. Haben wir noch ein, zwei Stoffe im Keller, die sind mittlerweile verboten worden. Aber das waren natürlich die Anzüge, die waren so ein bisschen mit Metall beschichtet. Also das zeigt auch die Innovation der Firma. Und die, ja, darf man nicht mehr springen. Aber wenn ich Vorspringer wäre, bin ich ja nicht so ganz den Regeln unterlegen. Also, das war, wollen wir mal so sagen, eine Anzugpräsentation und die Präsentation der Vorspringer generell. Das war dringend nötig, dass wir das mal gemacht haben. Michael, vielen Dank dir und deinen Jungs. Euch herzlichen Dank dafür, dass ihr uns mal vorgestellt habt. Und dir danke für die Anzüge und Stefan natürlich auch. Danke, Avia, das ist das Wichtigste, ja. Genau.